Ich habe mich getäuscht. Und zwar in genau zwei Dingen im Video am letzten Freitag. Denn so wie es aussieht, kommt Operation Motherland nicht, wie von mir vermutet, am Geburtstag am 13. November, sondern bereits am 2. November. Alle Details zu Operation Motherland kommen aber in einem separaten Video. In diesem Video soll es um meinen zweiten Irrtum gehen. Und zwar sind die kostenlosen Giveaways, über die wir gesprochen haben, tatsächlich nicht die Belohnungen für die Gewinner der Fotocontests gewesen, sondern wir bekommen tatsächlich noch richtige Geschenke von Ubisoft. In diesem Video erfährst du, welche 6 Geschenke wir genau erhalten, wie du sie einlösen kannst und wie lange die kostenlose Aktion läuft. 3 dieser Geschenke können wir nur noch bis zum 11. Oktober um 19 Uhr einlösen. Das ist bereits nächste Woche Montag, also ist hier Schnelligkeit gefragt. Diese 3 Geschenke sind erstens der erste Teil von Ghost Recon aus dem Jahre 2001 für PC. Den kannst du über einen Link einlösen. Den entsprechenden Link habe ich dir einfach zum Anklicken unter das Video gepackt. Das zweite Geschenk ist der echt gute DLC Fallen Ghosts für Ghost Recon Wildlands, und zwar für alle Plattformen. Ghost Recon 1 nur für PC, Fallen Ghosts für alle Plattformen. Um das in Anspruch nehmen zu können, musst du Ghost Recon Wildlands natürlich bereits besitzen. Und auch Fallen Ghosts kann über einen Link eingelöst werden, den du ebenfalls unter dem Video findest. Das dritte Geschenk, das nur bis Montag eingelöst werden kann, ist das Abenteuer Deep State, also Episode 2 für Ghost Recon Breakpoint, die wir aktuell ja auch im Let's Play spielen. Und das ebenfalls für alle Plattformen. Ghost Recon Breakpoint musst du auch hier natürlich bereits besitzen, und anders als die anderen beiden Geschenke kannst du Deep State ganz einfach über den Ingame-Shop einlösen. Das wird dort nämlich für 0 Ghost Coins angeboten. Einfach draufklicken und dann hast du es. Die Geschenke Nummer 4, 5 und 6 können wir aktuell noch nicht einlösen, sondern erst ab dem 2. November, also dem Release-Tag von Operation Motherland. Es handelt sich dabei um 3 Ausstattungssets mit Skins aus vorherigen Ghost Recon Teilen für Ghost Recon Breakpoint. Das ist zum einen der Skin von Scott Mitchell in der Variante aus Ghost Recon Advanced Warfighter, dann der Skin von Alicia Diaz aus Ghost Recon 2, das ja nur für die Konsolen erschienen ist, und zu guter Letzt der Skin von John Kozak aus Ghost Recon Future Soldier. Wie wir diese 3 Ausstattungssets genau erhalten werden, dazu gibt's noch keine genaueren Details, aber ich vermute, dass wir die auch entweder über den Ingame-Shop bereitgestellt bekommen oder dass die uns einfach ins Inventar gepackt werden. Den Link zum vollständigen Geschenkeartikel sowie die Links zu den Einlöseseiten für Ghost Recon 1 und Fallen Ghosts findest du unter dem Video. Die Details zu Operation Motherland behandeln wir in einem der nächsten Videos. Ein Abo lohnt sich also. Bis dann, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.